Willst du kurz was noch sagen oder soll ich mich selbst einführen? Also, dann vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Sagst du mal kurz deinen Namen? Das habe ich ja vergessen. Oliver. Genau. Oliver hat mich mal angeschrieben per Mail und dann auch mal besucht und da haben wir darüber gesprochen, wie weit ich hier was über unsere Forschung, unsere Arbeit erzählen kann. Und noch am Ende des Gesprächs waren wir uns eigentlich einig, dass wir das gerne machen möchten oder dass ich es gerne machen möchte. Und jetzt natürlich die Frage, wie stelle ich das Ganze vor und was sind eigentlich die Fragen, um die es heute geht? Und ihr habt jetzt schon gesehen, Biomechanik, Laufen, Lauflabor. Also es geht eigentlich so um Fragen, die man sich jeden Tag stellt. Also was ist denn die häufigste Frage, die jemand stellt, den er lange nicht gesehen hat? Wie geht's? Genau. Und jetzt habt ihr den wieder gesehen und fragt jetzt sozusagen nach ein paar Wochen oder nach einer Woche, wenn er jetzt an den gleichen Ort gekommen ist, was fragt er dann? Entweder fragt er wieder, wie geht's, aber meistens fragt man dann, wenn er da ist, wie läuft's, ja? Und wenn es besonders gut läuft, was macht er dann? Dann sagt er, ach, ich könnte vor Freude springen. Genau. Also, kurzum, das, was wir eigentlich täglich machen, nämlich laufen und uns fortbewegen, hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie wir uns fühlen. Und wenn wir uns besonders gut fühlen, dann machen wir Bewegungen, die besonders impulsiv sind. Und das sieht man bei Kindern immer, wenn die irgendwie am Straßenrand stehen und die sehen da jemanden, der da irgendwie reinfährt oder irgendwas Gutes macht, die stehen da und springen. Ist doch komisch, ne? Eigentlich können sie eigentlich dastehen und einfach so wie jetzt hier sitzen und einfach nur klatschen, aber die Kinder machen das halt ganz impulsiv. Was machen denn Kinder, wenn die laufen und glücklich sind? Ja, die machen Hopserlauf, ja? Gibt es einen englischen Begriff für Skipping, ja? Ich versuche mal, ob ich es vormachen kann, so. Ja? Wir hatten das als Kind nicht gemacht, einfach mal outen. Ja? Haben alle gemacht. Also es ist einfach, ihr seht, dass die Gangarten, die besonders verrückt sind, vielleicht auch nicht besonders effizient sind, die sind, die wir eigentlich machen, wenn es uns gut geht. Ja? Wir zeigen also durch unsere Bewegungen auch durchaus unsere Emotionen und das spiegelt sich auch in der Sprache wieder. Ja? Weil die Frage, wie es geht, wie es läuft, und ich könnte springen vor Freude. Das sind Dinge, die wir wirklich auch im Alltag viel verwenden. Ja, was soll jetzt die nächsten 30, 45 Minuten für euch rauskommen? Ich kann jetzt ganz viel über Technik und Modelle und Gleichungen reden, aber es geht eigentlich darum, dass ihr am Ende vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, was macht ihr eigentlich, wenn es bei euch gut geht, wenn es bei euch gut läuft und was passiert vielleicht, wenn man springt. Das sind so die drei Dinge, die aus dem Ende der Stunde vielleicht rauskommen sollten. Und ich würde mich freuen, wenn wir viel Dialog auch haben. Das heißt, wenn was unklar ist oder wenn Bezug sich für euch erschließt, dann einfach zu sagen, hey, das macht Sinn oder hier, das sehe ich aber anders. Das ist durchaus gewünscht. Also wenn es gut läuft, dann heißt es auch, dass es viele Interaktionen gibt. Und Laufen ist etwas, was auf Interaktionen aufbaut. Kommen wir später drauf zu sprechen. Bevor ich jetzt zur ganzen Theorie und den ganzen Laufbegriffen und Bewegungen kommen möchte, möchte ich kurz was zu mir selbst sagen. Mein Name ist André Seyfarth. Ich bin seit 5 Jahren hier in Darmstadt an der TU im Bereich Sportwissenschaft. Da sieht man also auch schon die Bewegung, die Bewegungsfreude spielt da eine Rolle. Und unterrichte in einem Fach, das nennt sich Biomechanik. Wer hat denn Biomechanik schon mal gehört? Jetzt die outen die alle. Wahnsinn, alles Text durchgelesen. Ja, vielleicht ganz kurz, was ist Biomechanik? Ich wiederhole es dann. Ja? Ja? Oder Nachbar? Lernen von der Natur, genau. Genau, so ein bisschen wie Bionik. Und was könnte das Mechanische an der Biomechanik sein? Da geht es halt darum, wie der Körper in seinen Bauteilen, in seinen Segmenten, Muskeln, in seinen Kräften zusammenwirkt. Ne? Das ist so ein bisschen das, was die Biomechanik ausmacht. Und ich muss ehrlich sein, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich auch gesagt, was ist denn das eigentlich? Und ich habe Physik studiert, also eigentlich hätte ich es wissen müssen, weil ich wusste zumindest schon den zweiten Teil des Wortes. Aber es war für mich überraschend und es ist bis heute so, dass die meisten das irgendwann überrascht im Leben, dass es Biomechanik gibt, weil man hat es eigentlich nicht in der Schule, man hat es nicht im Studium. Selbst wenn man Physik studiert, hat man nie was von Biomechanik gehört. Es gibt zwar Biophysik, aber das ist dann eher sowas mit Membranen, das wie dann so Zellen da diffundieren, ist auch total spannend, aber so wie man läuft, kommt da nicht vor. Und ich finde es halt etwas, was ganz lange schon gemacht wird. Biomechanik macht ja jeder von den ersten Schritten an. Und es hat eigentlich auch eine ganz lange Tradition. Also einer der ersten, die sich wissenschaftlich mit über Bewegung ausgelassen hat. Wer könnte das gewesen sein? Oder wann denkt ihr, wann so die ersten wissenschaftlichen Arbeiten zur Biomechanik, zum Laufen publiziert worden sind?
Griechenland, ja, ist richtig. Ja? Aristoteles, ja, vor 2.500 Jahren. Also praktisch, wenn man jetzt zitieren würde, würde man eben nicht nur sagen 1860, sondern eben 400 Jahre bevor Christus, ja. Und da sind die ersten Bücher und Aufsätze erschienen über die Bewegung von Tieren und Menschen im Vergleich. Warum zum Beispiel das Vogelbein nach hinten gebeugt ist und das Knie beim Menschen nach vorne gebeugt ist. Und um ehrlich zu sein, die Fragen sind 2016 nicht beantwortet. Aber das nur zur Vorgeschichte. Also die Fragen sind schon sehr früh gestellt. Und natürlich sind inzwischen einige der Fragen auch beantwortet, aber viele einfache Fragen oder grundlegende Fragen bleiben spannend. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, wäre das was, wo man auch noch einiges rauskriegen könnte. Gut, das zur Vorgeschichte. Ich habe selber Physik studiert, habe eine Promotion gemacht zum Thema von elastisch arbeitenden Beinen. Ja, was sonst? Beine, die hüpfen wollen oder laufen wollen oder springen wollen. Und war dann ein Jahr am MIT in Boston, habe dort im Robotiklabor gearbeitet, in dem Labor, wo die ersten springenden und Saltos machende Roboter entwickelt worden sind, schon in den 80er Jahren. Ich kam dann aber erst später dazu. Und dann war ich noch anderthalb Jahre in Zürich an einem Klinikum, einem Spital an der Uni in Zürich. Da ging es darum, wie man Menschen nach einem Unfall, zum Beispiel nach Querschnittslähmung, das Gehen wieder beibringt. Also wie eine Therapie technisch auch aussehen kann. Und damals ist eine Firma gegründet worden, die heute eine der größten Firmen ist im Bereich Rehabilitation. Die Firma Hokoma, die im Prinzip einen Roboter gebaut hat, in dem man Patienten auf dem Laufband trainieren kann, um das Gehen wieder zu lernen, wenn sie zum Beispiel durch einen Unfall, beispielsweise nach einem Motorradunfall, verloren haben. Jetzt möchte ich ein ganz aktuelles Beispiel reinbringen. Ich fange mal an mit dem Springen. Das war übrigens auch das Thema meiner Diplomarbeit. Da ging es um den Weitsprung. Also meine Aufgabe bei der Diplomarbeit war einfach, hier sind Daten. So springen verschiedene Sportler. Manche sind gut, manche weniger. Und wie interpretiere ich die Daten? Und interessanterweise kam vor 2 Jahren eine ähnliche Anfrage an uns. Da ging es auch um das Springen von einem Athleten, und zwar von diesem Herrn. Hat jemand diesen Herrn schon mal gesehen? Oder weiß jemand, wer das ist? Ja? Markus Rehm, genau. Und was hat er gemacht? Genau. Deutsche Meisterschaft, genau. Er hat eine Prothese gehabt, also er war behindert. Und jetzt hat er seiner Behinderung überhaupt keine Ehre gemacht, sondern er hat gegen alle Nichtbehinderten gewonnen. Ja. Und das war so ein ziemlicher Skandal. Also jemand, der behindert ist, wo das Wort ja schon sagt, was er ist, nämlich behindert, war nicht behindert. Ja. Und da ist dann die Frage aufgekommen, was macht man da? Darf man den eigentlich springen lassen mit Nichtbehinderten? Er ist ja behindert, wäre ja doch nett, ihn mitspringen zu lassen, hat ein bisschen Unterhaltung. Oder ist es eben nicht gerechtfertigt, ihn mitspringen zu lassen? Und das war nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe war eher dort bei der Betreuung und der Entwicklung der Prothese mitzuhelfen. Aber ja, dann ist halt das Problem aufgetreten, dass die Prothese halt tatsächlich so gut ist, dass man ein Problem hat. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Jemand kommt auf der Straße vorbei und sagt, hä, ich habe eine Prothese. Und geht dann einem vorbei, macht hier, zeigt einem die Nase. Das wäre doch eigentlich cool, oder? Ich meine, die meisten, die eine Behinderung haben oder die, sag ich mal, motorische Defizite haben, haben ja nicht das Problem, dass sie zu schnell laufen oder dass der Bus zu spät kommt, naja, wie auch immer, dass sie zu schnell am Bus sind. Das Problem ist ja eher so, dass im Alltag Prothesen ja nicht so richtig funktionieren. Und deswegen hat sich für uns dann oder ergibt sich daraus die Frage, wie kann man eigentlich darüber entscheiden, ob jemand durch eine Prothese Vorteile bekommt, beziehungsweise einen unvorteilhaften oder einen unfairen Vorteil erreicht in einem Wettkampf oder nicht. Und das ist eine spannende Frage, bis heute nicht wirklich beantwortet, aber ich glaube, es gibt ganz spannende Forschungen zu dem Bereich und da sind auch genau die Modelle, die wir entwickeln, auf einmal Werkzeuge. Nämlich, die beschreiben nicht nur das, was man sieht, sondern sie erklären auch, was passiert, wenn man was ändert in dem, was man hat. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn wir auf dem Fahrrad steigen, dass wir anders uns fortbewegen, als wenn wir laufen. Und wenn man eine Prothese umschnallt, kann man sich auch überlegen, dass natürlich die Art der Fortbewegung sich ändert, auch wenn es kein Fahrrad ist. Und da ist dann die Frage, wo kann man ansetzen? Wie kann man also das Verhalten nicht nur beschreiben? Das ist sozusagen die klassische Form, das, was Aristoteles auch gemacht hat, das halt verglichen hat, verschiedene Bewegungsabläufe, sondern zweiter Punkt, der für den Sport wichtig ist, aber auch für die Klinik, wie kann die Bewegung verbessern?
und natürlich damit auch Menschen in ihrem Alltag tatsächlich unterstützen. Verbessern kann heißen, dass man etwas, was man nicht kann, wieder kann. Aber verbessern oder unterstützen kann auch heißen, dass man etwas, was man ohne dieses Hilfsgerät gar nicht könnte, auf einmal kann. Ja, vielleicht fällt euch dazu was ein. Wo gibt es denn solche Prothesen, die man ganz, ganz oft verwendet, die einem etwas ermöglichen, ganz im Alltag? Ja? Ja? Birne? Ah, Brillen, ja. Brillen ist auch eine Orthese, genau, eine sensorische Orthese, die das Sehen unterstützt, genau. Aber nehmen wir mal die Motorik heraus. Welche motorischen Aufgaben werden dann durch Hilfsmittel oder durch Sportgeräte, ich helfe jetzt mal ein bisschen, unterstützt? Ja? Ja? An der Technik? Hm? Stabhochsprung, genau. Und stellt da jemand die Frage, ob er mit einem Stab höher springt oder. Ja? Und man kann übrigens mit dem Stab ganz genau ausrechnen, wie hoch man springen kann. Wo man nämlich weiß, dass die maximale Geschwindigkeit etwa 10, 11 Meter pro Sekunde ist, kommt raus, dass man 6,2, 6,4 Meter hochspringen kann. Und dann kann man die Tabellen nachschlagen von den Weltrekorden und sagt, hops, passt gut. Ja? Also wenn man elastisch Energie umleiten kann, dann kann man auch mit einem Stab entsprechend hochspringen. Und jetzt kann man den Gedanken noch einen Schritt weitermachen und sagen, wenn ich jetzt eine Prothese habe, die perfekte Energie speichern kann beim Weitsprung, dann kann man auch länger als 9 Meter springen. Ja, in der Hinsicht ist die Frage nach der Fairness eigentlich schon beantwortet. Ja, also man kann einfach sagen, dass ein Hilfsmittel wie eine Prothese, die elastische Energie speichert, natürlich erstmal die Möglichkeit hat, auch weiter zu springen. Weil das menschliche Bein ist halt nicht für den Weitsprung entwickelt. Ja, ist halt irgendwie so gekommen. Wenn wir wahrscheinlich alle in Australien gelebt hätten und immer vor Kängurus weglaufen hätten müssen, dann wären wir wahrscheinlich auch anders im Sprung. Aber unser Bein ist halt kein Weitspringerbein und deswegen ist eben die technische Erweiterung unseres Beins auch die Möglichkeit einer funktionellen oder Leistungssteigerung. In der Hinsicht ist die Frage aus meiner Sicht nicht die spannende Frage, aber es ist eine Frage, die in Medien natürlich stark bewegt und wo auch Antworten für die Bewertung und die Entwicklung der Prothesen rausgenommen werden sollten. Das ist vielleicht so als Aufhänger. Ich könnte vor Freude springen, also als ein Bereich, wo es wirklich um die maximale Möglichkeit geht. Das, was für den Sport natürlich super spannend ist, Trampolinspringen zum Beispiel als anderes Beispiel. Auch da stellt sich keiner die Frage, warum man auf dem Trampolin höher springt. Trampolin ist eigentlich auch so wie eine flach gedrückte Prothese. Ja. Gut, jetzt gehen wir mal zurück. Wir spulen mal 10 Jahre zurück. Die Gruppe, die sich Lauflabor nennt, die ich auch hier in der TU Darmstadt leite, die ist 2003 gegründet worden und wir haben 2005 das Glück gehabt, dass wir einen japanischen Gaststudenten hatten aus der Uni von Tokio und der war 3 Wochen in Jena, damals war die Gruppe noch in Jena gewesen und der hat in 3 Wochen sich ein ganz ambitioniertes Ziel gesetzt, er wollte einen Zweibeiner bauen. Also einen humanoiden Roboter. Ich sagte, naja, für 3 Wochen ist das ziemlich ambitioniert, aber gut, wenn du es möchtest und wenn das dein Ziel ist, warum nicht? Und so haben wir uns die erste Woche zusammengesetzt und haben halt drüber gesprochen, wie der Mensch aufgebaut ist. Also wie die Beine aufgebaut sind, wie die Muskeln angeordnet sind, wie die funktionieren, welche Aufgaben die hat. Und dann hat er Folgendes gemacht, hat gesagt, okay, ich baue ein Bein mit verschiedenen Muskeln. Und um einen Muskel zu bauen, der nicht so einfach ist, hat er für den Muskel einfach eine Feder genommen. Und jetzt kam er nach einer Woche mit diesem Roboter an. Also auf der rechten Seite das Bild von dem Roboter. Die linke Seite, muss ich zugeben, kam erst nach 2 Wochen später, nach 3 Wochen. Das hat dann 2 Wochen gedauert, nachdem er den Roboter gebaut hat, ihn mit den Federn so einzustellen, dass er halbwegs laufen kann. Ja? Und das ist sozusagen, das Video ist entstanden, nachdem er wieder zurückgeflogen ist nach Japan. Also sozusagen, bevor er dann wieder zurückgegangen ist. Und was man jetzt sieht, mal auf der rechten Seite, ist, dass dieser Roboter, ich sage jetzt mal Roboter, wobei es eigentlich schon fast übertrieben ist, Roboter zu sagen, weil das ist, so gesagt, in ein paar Tagen entstanden in der Werkstatt im Keller, besteht aus den 3 Segmenten, Fuß, Unterschenkel, Oberschenkel und 3 Muskeln. Und spätestens hier sollte man sagen, wir haben doch nicht nur 3 Muskeln. Aber das ist eben genau das Ergebnis von seinem Projekt gewesen. Er kann das mit mehr Muskeln machen oder mit mehr Federn, aber eben nicht mit weniger. Und es kam eben raus, dass diese 3 Muskeln die Muskeln sind, die man zumindest braucht, damit man gehen kann. Und das ist eine Untersuchung, die hätte er auch am Computer machen können, hätte auch ein Simulationsmodell bauen können, das hätte ein halbes Jahr gedauert, da hätte er Simulationsrechnung machen können, das hätte nochmal ein Jahr gedauert, dann hätte er seine Promotion abgegeben, hätte das auch gehabt, aber nicht nach 3 Wochen. Ja? Also kurzum, er hätte etwas geschaffen und eine Einsicht geschaffen, die dadurch entstanden ist, weil er was gebaut hat.
Und wenn das Gleiche eben theoretisch gemacht hätte mit Formeln aufschreiben und Computersimulationen und Modelle in 3D aufzubauen, er hätte es nie geschafft, weder zu lernen noch zu umzusetzen. Und das ist spannend für uns, weil wir sehen, dass die Technik nicht nur etwas ist, was uns hilft, so wie das Fahrrad oder die Prothese, sondern Technik ist auch etwas, was uns in unserem Denk- und Forschungsprozess Zeit einsparen kann. Weil, was kostet so ein Roboter? Naja, vielleicht 100 Euro. Ja? Was kostet das, wenn jemand eine Promotion macht? Na, etwa eine Viertelmillion Euro. Ja? So sind die Preisverhältnisse. Also es sind einfach ganz andere Zahlen und Skalenordnungen, um die es hier geht, wenn wir technisch modellieren. Und ab wann kann man sowas machen? Naja, ich sag mal, unsere Kinder haben so mit 4, 5 Jahren schon die ersten Schlangen und sowas gebaut mit Lego. Also man kann das machen, bevor man die erste Klasse besucht hat. Ja, also es geht um etwas ganz Intuitives, nämlich anfassen, zusammenstecken, ausprobieren. Man braucht einen Motor, man braucht ein paar Kabel, ein paar Federn, ein paar Gelenke, aber eigentlich braucht man nichts, was jetzt man im Studium oder in der Schule erst lernt. Man hat alles schon dabei, wenn man sozusagen im Vorschulalter oder im frühen Schulalter ist. Und das haben wir uns dann auch zunutze gemacht. Zum Beispiel, das ist ein Projekt, was wir gemacht haben mit Studenten, die eigentlich MATLAB lernen sollten. Die sollten programmieren lernen. Ja? Und dann haben wir gesagt, ihr könnt aber auch mit MATLAB etwas Sinnvolles machen. Und etwas Sinnvolles ist, dass es eine Toolbox gibt von der RTW Aachen, mit der man mit MATLAB Lego programmieren kann. Und das fanden die Studenten super spannend, weil Lego kannten die noch von zu Hause. Und dann gab es halt eine Gruppe, die gesagt hat, das waren 2 Studenten, die hatten 6 Wochen Zeit. Die haben gesagt, wir möchten mal einen humanoiden Roboter bauen. Und haben gesagt, okay, versucht's. Und dann sind sie ins Ganglabor gegangen, haben die Daten aufgenommen auf ein Labor. Das ist übrigens, die Messung hier unten ist auf dem Laufband im Ganglabor. Und haben erst sozusagen menschliche Daten genommen, die analysiert, übersetzt, dann in die Programme von Lego oder von MATLAB übertragen. Und dann haben sie mit 2 Lego-Baukästen diesen Humanoiden gebaut. Die haben sie später auf YouTube hochgeladen und nach ein paar Monaten hat das 250.000 Klicks gehabt. Also das kann passieren, wenn man was baut. Wenn sie das gleiche in MATLAB gemacht hätten, hätte sich kein Mensch dafür interessiert. Ja? Und sie hätten es auch nicht in 6 Wochen hinbekommen. Sicherlich nicht als Sportstudent. Mussten aber auch ein bisschen friemeln, zum Beispiel hier oben sieht man die Ultraschallsensoren, die dann immer kreuzweise verschaltet sind, dass immer das eine Bein guckt, ob das andere schon abgehoben hat, bevor es losläuft. Solange sie es nicht gemacht haben, haben die Beine nach einer gewissen Zeit angefangen, sind aus der Phase gekommen. Die haben dann das gemacht, was wir vorhin gesagt haben, die machen so ein Skipping, so einen Hüpferlauf. Das heißt, wenn das nicht synchronisiert ist, wenn man also entspannt ist, dann läuft man nicht synchronisiert und dann kommt auf einmal ein lustiges, verrücktes Gangmuster raus. Und das hat der Roboter am Anfang gezeigt, deswegen da oben diese beiden Ultraschallsensoren als dann sozusagen als Lösungsversuch, damit der Gang ruhiger wurde. Gut, das sind so Beispiele, warum wir Robotik machen in der Forschung, wo wir eigentlich ja auch ohne Robotik arbeiten können. Wir könnten auch mit Videoanalyse arbeiten, mit Kraftmessung am Boden. Wir könnten Computermodelle machen, die ganz schön aussehen und dann rendern, in virtuelle Umgebung packen und das würde alles toll aussehen, aber wir könnten nicht das machen. Ja, und diese Einsicht, etwas zu begreifen, geht halt mit Computermodellen nicht immer so einfach. Ja. Also, warum Robotik? Ich fasse es nochmal zusammen. Wir betrachten die Forschung als Kaskade, als sozusagen wie so ein Wasserfall, kann man sich das vorstellen, wo es immer eine Stufe weitergeht. Und die Beobachtung am Menschen oder auch am Tier wird übertragen in Modelle, die ziemlich komplex sein können, aber manchmal auch ganz einfach. Ein paar einfache Modelle stelle ich auch vor. Und man sieht dann, diese Modelle kann man bauen, wenn die Modelle ausreichend realistisch sind. Und diese gebauten Modelle, die können dann im besten Fall ein Verhalten zeigen, was mit dem Menschen ähnlich ist. Ja? Und warum jetzt das gebaute Modell, wenn das reicht doch schon aus, wenn wir das Modell am Computer haben. Aber es gibt einen wichtigen Knackpunkt, der uns sagt, wenn das Modell gebaut ist und funktioniert, ist es besser, als wenn es am Computer funktioniert. Was könnte das sein? Was ist die Qualität, die ein gebautes, physikalisches Modell hat, die ein Computermodell nie haben wird? Also es wären nicht alle Daten da, die man hat. Man kann also das Modell nicht perfekt bauen, nicht vollständig genug bauen. Und man müsste sozusagen immer, man kann immer nur Teile vergleichen, richtig? Richtig? Und das noch? Was wäre noch ein Grund für die Robotik als Simulation? Richtig. Modelle sind immer fehlerbehaftet. Immer. Also jedes Modell hat Fehler, einfach weil es Annahmen trifft. Und das Modell hat eine Fähigkeit, nämlich nicht
die der Roboter immer hat. Es kann sich nicht prüfen auf Fehler beziehungsweise ob es realistisch ist. Man könnte sogar ganz frech sagen, Modelle sind nie realistisch. Ja? Und das Schöne an dem Roboter, der braucht gar nicht drüber nachdenken, der kann nur realistisch sein, weil der ist real. Also ein Roboter ist einfach zu dumm, um unrealistisch zu sein. Ja? Das heißt, der Roboter hat etwas, was der Mensch hat oder das Tier, nämlich realistisch zu sein, und hat aber auch etwas, was das Modell hat, nämlich abstrakt zu sein. Ja? Der Roboter kann auch nicht so komplex aussehen wie der Mensch. Ja? Sieht ja schon anders aus, sieht man ja. Ja? Das heißt, der Roboter ist so ein bisschen der Schiedsrichter, der sagt, das, was der Mensch hat, ist realistisch und komplex. Das, was das Modell hat, ist unrealistisch und einfach. Und der Roboter steht dazwischen und sagt, ja, ich bin auch einfach, aber ich bin realistisch. Also er schafft sozusagen, ist ein Moderator. Ja, ihr kennt das von Talkshows, wenn sich zwei Leute aus verschiedenen Parteien sozusagen immer die Haare raufen, die können jahrelang aneinander vorbeireden und haben nichts gewonnen. Wenn nicht dazwischen jemand ist, der sagt, okay, ich übersetze das jetzt mal in die Sprache des anderen und dann würde das heißen, können Sie damit was anfangen. Und wenn dieser Moderator fehlt, das kennt man vielleicht auch aus dem Alltag, dann kloppen sich Leute die Gerübe ein, weil sie sich einfach nicht verstehen können. Und deswegen brauchen wir unseren Moderator und der heißt Roboter. Also das ist der Grund, wenn man das rein wissenschaftlich betrachtet, warum wir Robotik machen. Natürlich gibt es noch einen zweiten Grund. Den möchte ich nicht vorenthalten. Der zweite Grund ist, dass wir diesen Roboter, sagen wir das technische Modell, das können wir nicht nur als Schiedsrichter nehmen, wir können das auch nehmen, um es anzuziehen. Also wir können den Roboter sozusagen mit uns selber oder dem Tier in Verbindung bringen. Also auf gut Deutsch, wir können eine Roboterhose bauen. Ja, wir können sozusagen in den Roboter reinsteigen. Und das will ich auch mal kurz zeigen, weil wir da gerade ein Projekt auch in den letzten Jahren durchgeführt haben, wo wir praktisch eine Prothese gebaut haben, die sich jemand anziehen kann, der keine Prothese braucht. Ja, der zieht sich sozusagen sein Modell an. Das ist sozusagen die Fortführung der Idee. Das ist auch etwas, was ein Simulationsmodell nicht kann, weil ich kann das Modell ja nicht am Menschen testen. Und indem ich das Modell baue und dann als Prothese oder Orthese dann umziehe oder anziehe oder um mich um den Körper herum anlege, dann auf einmal kann ich gucken, wie sich das Modell anfühlt. Und ich kann zum Beispiel, wenn ich zwei Modelle habe, sagen, das Modell, das ist zwar ähnlich im Verhalten, aber für mich als Nutzer hat das ganz andere Eigenschaften. Und ich kann den Nutzer fragen, was er über das Modell findet. Und das Modell, wenn das geschickt gebaut ist im Roboter, kann auch den Nutzer fragen, wie er es findet und das wieder in sein Programm einbauen. Und das ist das, was heutige Prothesen nicht so gut können. Die sind super gebaut, sicher, getestet, zum Teil auch mit Motoren. Aber sie haben bis jetzt eins nicht, was der Mensch hat. Sie haben nicht keine Neugierde. Sie fragen nicht, was der Nutzer eigentlich kann, was er gerne möchte und sagt dann, okay, das kann ich versuchen auch zu erreichen. Also das Neugierige, was jedes Kind hat, ja, jedes Kind, was auf die Welt kommt und von den Eltern dann sagt, hier, zeig mal dies, zeig mal das, das hat eine Prothese heute noch nicht. Eine Prothese ist sozusagen schon fertig. Aber eigentlich darf die Prothese gar nicht fertig sein, sie kennt ja den Nutzer noch gar nicht. Und der Nutzer hat ja immer seine eigenen Wünsche und seinen eigenen Kopf. Ihr kennt das ja von euch selber. Ich meine, jeder spielt anders Fußball und jeder läuft anders und jeder möchte was anderes machen in seinem Alltag. Ne? Wir sind ja keine Maschinen, die alle gleich laufen. Und die Prothesen können bis heute eigentlich wenig von dem nutzen, was der Nutzer möchte. Und das ist so ein Thema, was in die Modellierung auch mit reinreicht. Wie kann ich denn Informationen vom Nutzer, wie er sich fühlt mit der Prothese und ob er glücklich ist oder was er vorhat, wenn er zum Beispiel jetzt hier durch Stadt läuft, dann kann er ja verschiedene Dinge machen, wie das die Prothese mitbekommt und sagt, okay, ich habe verstanden, wir wollen jetzt über die Straße gehen. Ja, und das sind Dinge, die auch interessant sind, die auch in die Modellierung reingehen und die wir nicht einfach bei dem ersten Dialog-Experiment-Modell allein herauskriegen können. Ja, weil das Modell kann den Experiment, da kann den Menschen auch nicht mehr fragen, wenn die Messung gelaufen ist. Ist die Idee klar geworden? All das ist sozusagen der methodische Ansatz. Wir werden oft gefragt, wenn dann irgendwelche Kamerateams kommen und sagen, ja, wann wird die Prothese genutzt? Wann kann ich die kaufen? Also muss ich die Leute mal total enttäuschen, weil ich sage, das ist keine Prothese, die man kaufen kann, weil das ist einfach eine Prothese, die Fragen stellt. Die ist sozusagen, die ist für uns da. Ja, die hilft uns ein bisschen zu sondieren, was gut ist und was nicht gut ist und wo es klemmt, wo es nicht so gut läuft. Ja, und natürlich kann man mit den Prothesen auch später mal vielleicht was bauen, was läuft und was auch besser läuft, aber das ist dann die Folgeforschung. Ja, da sind wir mit unserer Forschung eben noch nicht. Ja, ich habe mal so einen kleinen Überblick gemacht, so von den letzten 10,
12 Jahren. Die ersten Roboter sahen wirklich so aus, wie das auch in dem Buch von Aristoteles beschrieben sind, wie so Fühnerbeine, könnt ihr euch vorstellen. Also einfach zweisegmentige Beine, oben Motor, dann eine Feder und dann sind die tatsächlich so durch die Gegend gehüpft. Den Jena Walker habe ich schon vorgestellt, 2005. Dann haben wir solche prismatischen Beine gemacht, die können auf der Stelle hüpfen. Also das ist ein ganz glücklicher Roboter. Der funktioniert übrigens immer noch nach 10 Jahren. Und dann haben wir die ersten, sage ich mal, etwas professionelleren Roboter aufgebaut. Das sind diese mit den roten Gelenken und später kommt das jetzt weiter auch Entwicklung, die wir in Darmstadt weitergemacht haben. Den Bio-Biped, da zeige ich nachher auch mal ein Video. Dann eine Kooperation mit der Uni in Göttingen. Der sogenannte Runbot, später der Fox. Und ganz neu, das ist jetzt eine Prothese, die so in den letzten 2 Jahren fertig geworden ist, die Paco-Prothese. Da zeige ich auch noch ein paar Videos. Im Rahmen von Projekten mit anderen Partnern in Europa haben wir auch mal 4-beinige Roboter aufgebaut, aber das ist eher eine Randforschung. Also das unterstützen wir gerne und das finden wir auch super spannend, aber das ist nicht eigentlich unser Kerngeschäft. Der Bio-Biped, das ist sozusagen der neueste Roboter, vor 2 Jahren oder ja vor einem Jahr fertig geworden, wird immer noch jetzt erweitert. Gerade kriegt er pneumatische Muskeln verpasst, also Muskeln, die mit Luftdruck funktionieren. Geht im Prinzip auch zurück, die Entwicklung über 10 Jahre. Ja. Vorne ist der erste 2-beinige Roboter, der industriell gefertigt worden ist. Der letzte Roboter hier, Biobiped 3, vielleicht mal kurze Frage, was kostet so ein Computermodell? Kann man sich überlegen, kostet nicht mehr 100 Euro. In welcher Größenordnung sind wir jetzt da angekommen? Was würdet ihr denken? Ja, nur mal schätzen. 30.000, ja. Also der letzte kostet etwa 80.000 Euro. Aber die haben tatsächlich, die ersten haben mit 40.000 Euro angefangen, deren sich die Schätzung ganz gut. Warum sind die so teuer? Es sind halt immer mehr Sensoren, immer mehr Elektronik dabei. Das macht viel möglich, aber auch vieles Unmögliche möglich. Ja? Also es gibt halt viele Probleme, die man mit den einfachen Systemen nicht hatte. Die einfachen Systeme sind halt innerhalb von einer Woche oder 2-3 Tagen aufgebaut, kosten meistens vom Budget weit unter 1.000 Euro. Bei dem Roboter, wenn was verkehrt läuft, müssen wir die Firma kontaktieren, muss ein Teil neu designt werden, da ist nichts mit, mal schnell wechseln und da haben wir ganz andere Zeiten in der Bearbeitung. Wie bitte? Ja, wir interessieren uns für die Pneumatik deswegen, weil die Pneumatik, also die pneumatischen Muskeln sind halt weiche Antriebe. Und die haben auch wieder so was, dass sie was zusammenbringen. Also die Elektromotoren sind sehr gut in Präzision, besser als Muskeln. Die können super genau positionieren, aber die haben ein Problem, die können bei Stößen und Schnellbewegungen nicht nachgeben. Das haben wir versucht durch solche Federn, aber die Federn, wir gucken uns nachher auch mal Videos an, die fangen natürlich an zu schwingen, da gibt es wieder Probleme mit den Federn, die Federn sind auch nicht so toll. Und die pneumatischen Muskeln, das sind einfach so wie Gummischläuche, muss man sich vorstellen, die man vollpumpt und dann ziehen sie sich zusammen, weil dann Gewebe eingeflochten ist. Die haben halt den Vorteil, dass sie nachgiebig sind, aber gleichzeitig auch Energie reinbringen können, also wie Elektromotoren. Und deswegen ist das sozusagen so ein Fenster. Es gibt die reinen Federn wie Sehnen, es gibt die reinen Motoren wie Elektromotoren und es gibt die pneumatischen Muskeln, die haben ein bisschen Sehne und ein bisschen Motor. Und wir wollen halt Antriebe bauen, die das kombinieren. Also weiche Antriebe und klassische Elektromotoren. Und hoffen damit, dass wir im Prinzip eine Performance hinkriegen, die einfach noch näher am Menschen dran ist. Ja, gehen wir nochmal 10 Jahre zurück. Das ist auf der Konferenz oder auf einer Messe vorgestellt vor 10 Jahren oder 2005, vor 11 Jahren. Das waren die ersten 2-beinigen Systeme, die von einer Firma hergestellt worden sind, Firma Tetra in Ilmenau. Und diese Videos sind übrigens von der Firma gemacht worden, als sie uns den Roboter übergeben haben. Und wir waren da ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich wollten wir die Forschung machen. Und was die gemacht haben, die haben den Roboter aufgebaut, haben den getestet auf dem Laufband und haben gesagt, ja, okay, der läuft. Und dann haben sie mal die Motoren gleichgeschaltet, also parallel laufen lassen, dann hüpft er auch. Also im Prinzip das, was wir rauskriegen wollten, haben die uns schon vorweggenommen, haben gesagt, ja, das wird gleich mitgeliefert. Das fand ich ein bisschen unfair, aber so ist es halt, wenn die Roboter sehr einfach gebaut sind. Diese Roboter haben nur 2 Motoren, dann kann man halt mit Einstellen der Federn und ein bisschen Gefühl für die Mechanik auf einmal schon was erreichen, was man eigentlich als komplexen Prozess und Laufen, Biomechanik, gibt es ganze Textbücher voll, wo alles beschrieben wird, aber dass es so einfach ist, steht eben nicht drin. Ja, und das ist vielleicht auch das Witzige an der Sache, dass viele Dinge, die wir alltäglich machen, die schon kompliziert sind, wenn man es baut, aber eigentlich in der Struktur der Bewegung ganz einfache Prinzipien hat. Und darauf möchte ich noch ein bisschen zurückkommen. Was sind denn diese, wenn jemand fragt, wie geht's oder wie es läuft, was sind denn die Grundrezepte unseres Bewegungsmusters, Gehen oder Rennen?
Hier nochmal ein Beispiel von dem Biobiped. Das ist jetzt eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme. Der ist der erste Roboter gewesen, der wirklich auch dynamisches Hüpfen machen kann. Der also wirklich auch auf einem Bein, hier ist mal ein zweibeiniges Hüpfen, mit einer höheren Leistung dann auch massiv Sprünge machen kann. Und hier können wir halt die Muskeln, das sieht man wieder im rechten Bild, auch einzeln ansprechen. Da können wir diese Fragen, die damals eben mehr so spontan von dem japanischen Studenten herausgefunden sind, also mehr systematisch wissenschaftlich beantworten. Und das Verrückte ist, es gibt halt viele Muskeln im Bein. Es gibt nicht nur einen Kniemuskel und einen Fußsprunggelenkmuskel und einen Hüftmuskel, sondern es gibt, was ich, 30, 40 Muskeln. Und die wollen alle was machen. Die sind alle wichtig. Und da wird es dann wieder interessant. Und das kann man dann nicht mit den einfachen Modellen beschreiben. Gut. Das Pacco-System, wie gesagt, als letztes System, ich mache am Anfang die Vorstellung der Systeme, dann komme ich noch ein bisschen zu den Theorien. Das ist jetzt ein, wenn man so will, ein Skischuh mit Motor. Ja, also im Gegensatz zum Skischuh, ihr kennt das beim Skischuh, da ist das, der Fuß blockiert, das kann der auch, wenn der Motor kaputt ist. Und der kann aber im Prinzip mitlaufen. Der kann mitlaufen und der kann sich sogar anpassen. Ihr seht hier, dass die Federn, die da reingebaut sind, das sind wie eure Achillessehne, das ist die große Sehne hier, die größte Sehne beim Menschen. Hinten an der Ferse. Die kann man hier mit der Feder einstellen und man kann diese Feder drehen. Ihr seht da, dass da solche Ringe sind und damit kann ich den Federweg oder die Federlänge auch einstellen. Also ich kann sozusagen meine Achillessehne, weil ich sonst nicht so einfach kann, eben mal härter machen und weicher machen. Und gucken, wie ich optimal laufe oder wo die Sehne dann am besten den Menschen unterstützt. Zeige ich am Ende, wenn man Zeit ist, noch ein kleines Video. Kurze Frage nach der Zeit. Es ist eigentlich schon 19 Uhr. Ich rede schon 20 Minuten. Soll ich noch 10 Minuten, Viertelstunde reden? Wäre das okay? Ja? Sehr gut, sehr gut. Also, das ist jetzt zu den Systemen. Wie gesagt, ich zeige nachher nochmal ein Video, wenn ich noch Zeit habe, von dem Pacco-System. Gibt es Fragen zu den Systemen? Wie gesagt, ich habe jetzt keins mitgebracht. Wer Interesse hat, kann einfach mal vorbeikommen. Wir sitzen in der Alexanderstraße 10 an der TU, Haltestelle TU, gleich neben Karo 5. Dann würde ich ein bisschen was zur Theorie sagen, und zwar, wie man sich das Gehen einfach von den Modellen, von den Konzepten vorstellt. Und auch hier hoffe ich, dass wir ein bisschen Interaktion reinbekommen, weil ich will einfach, dass jeder von euch am Ende ein bisschen was mitgenommen hat. Und das ist auch für, dass jemand, der jetzt rausgeht und immer fragt, was war denn das? Was hat denn das mit Laufen zu tun? Dass man sagt, okay, das kann man sich so und so erklären. Ja, und ich verspreche auch, die Modelle wären nicht zu kompliziert. Es gibt keine Gleichung übrigens. Für alle, die jetzt schon Angst haben, muss ich enttäuschen. Gut, wir fangen mal ganz einfach an. Wir fangen mal an mit einem Windrad. So ein Windrad ist ja was, was jeder kennt. Das ist sowas, was sich dreht. Man könnte auch sagen, Rad ist ja sowas wie Laufen. Also wir stellen uns mal vor, dieses Windrad seid ihr. Jetzt könnt ihr natürlich euch so stellen und einen Riesenfelge oder so ein Rad schlagen und dann sagen, okay, das könntet ihr machen, aber so laufen wir nicht. Wir laufen ja nicht wie so ein Rad, was sozusagen dann sich dreht. Könnten wir machen, aber machen wir normalerweise nicht. Es gibt übrigens Tiere, die sich sofort bewegen. Zum Beispiel in der Wüste oder auch im Wasser. Aber wir stellen mal vor, der Körper hätte so drei Arme. Und dann wäre im Prinzip ein Arm wäre der Oberkörper. Ja, das wäre der Rumpf. Der zweite Arm von dem Windrad wäre das Bein, was jetzt hier im Kontakt wäre. Und das dritte Arm von dem Windrad wäre jetzt das zweite Bein. Und ihr wisst, die beiden Beine, die sind immer so ein bisschen Antagonisten. Ne? Also wenn ihr lauft, macht ihr vereinfacht gesprochen das. Ja? Also ihr könnt es mal probieren bei einem Kind, was noch nicht richtig laufen kann, könnt ihr das mal hochheben und dann kann das schon die Beine so bewegen. Und wenn ihr es ein bisschen stützt und auf die Erde setzt, dann läuft es sogar nach vorne. Natürlich, wenn es nicht laufen kann und ihr loslasst, habt ihr ein Problem, aber solange ihr das unterstützt, dieses Laufmuster mit dem alternierenden Bein, also ich habe das bei meinen Kindern wirklich beobachtet, das können die Kinder, bevor sie laufen können, dieses Hin- und Herschwingen. Das heißt, das eine Bein schwingt nach vorne, das andere Bein drückt sich nach hinten und das stützt den Körper. Stützen heißt halt Support und Support heißt, dass man im Wesentlichen in der Beinachse sich abdrückt. Und das zweite Bein, was natürlich nicht im Support ist, sich nicht abstützt, das hat halt keine große Aufgabe vom Drücken, das muss halt drehen. Ne? Also das zweite Bein hat halt eine rotatorische Aufgabe, das erste Bein mehr eine axiale Aufgabe, so nennen wir das. Das klingt jetzt ganz wissenschaftlich, ist aber ganz einfach. Und dann ist die Frage, was bleibt denn für den Oberkörper übrig? Na, der Oberkörper kann sich natürlich auch nicht strecken, hat ja keine große Bewegungsfreiheit in die Achse. Der Oberkörper hat eigentlich auch eine rotatorische Funktion, aber eben eine witzige rotatorische Funktion, nämlich möglichst nichts zu tun.
so wie jetzt beim Sitzen auch. Ne? Also es ist zwar ein Drehsystem der Oberkörper, aber einer, der energetisch verarmt ist, also wo nicht viel passieren sollte. Also wenn man jetzt nicht krank ist zum Beispiel, dann hat man wirklich nur eine ganz kleine Exkursion im Oberkörper. Manche laufen auch besonders steif, das ist dann wieder was Besonderes, aber man hat eine relativ kleine Exkursion. Das ist ganz anders als solche bei anderen Tieren, auch zweibeinigen Tieren wie bei Vögeln, die eine größere Exkursion haben. Also kurzum, ein Flügel ist unser Standbein, das stützt. Der zweite Flügel ist unser Schwungbein. Das macht eine Vorwärtsbewegung und eine leichte Beugung, die stärker ausgeprägt ist beim Rennen als beim Gehen. Und der Oberkörper hat zwar eine Rotationsfunktion, aber ist eigentlich energetisch stillgelegt. Das heißt, wir haben nicht das Windrad, sondern wir haben drei spezielle Flügel. Und jeder Flügel hat eine andere Funktion, eine andere Logik. Und alle drei Flügel müssen aber wie beim Windrad zusammen zu einem System passen. Und das ist sozusagen, so stellen wir uns das Laufsystem vor, als eine Schnittstelle zwischen drei Oszillatoren, die einmal axial arbeiten und zwei rotatorische Systeme, die miteinander abgestimmt sein müssen. Und wie das abgestimmt wird, das kann ich jetzt leider nicht im Detail erklären, aber das ist eigentlich das, worum es geht beim Laufen. Ich fokussiere mich jetzt mal auf eine Funktion, nämlich auf die axiale Funktion. Ja, wir gucken mal die anderen beiden nicht an. Ich komme nachher noch ein bisschen auf die Balancefunktion zu sprechen, aber jetzt gucken wir erstmal nur, wie stütze ich mich denn beim Kontakt ab? Ja, ist klar, ihr kennt es vielleicht auch, wenn ihr schwach seid, angenommen, ihr habt jetzt schon eine 20-Kilometer-Wanderung gemacht und dann kommt so ein Schritt und man knackt da auch mal ein, dann ist einfach die Stützfunktion nicht mehr da, wenn ihr zu müde seid. Aber wenn die da ist, dann sieht die relativ interessant aus und da zeige ich euch jetzt mal ein paar Daten. Daten, die man aufnimmt, wenn man zum Beispiel jetzt hier läuft und am Boden zum Beispiel eine Kraftmessplatte, also eine druckempfindliche Platte einbaut. Und da zeige ich euch mal die Kurven, die man zum Beispiel im Ganglabor misst mit Patienten oder eben auch im Stadion hier in Darmstadt messen kann mit Kraftsensorik bei Sportlern. Das sind so typische Kraftkurven. Und zwar auf der linken Seite beim Rennen sieht man so eingipfelige Kraftmuster. Das ist wie so ein Berg mit einem Gipfel. Und beim Gehen ganz typisch, das sind zweigipfelige Kraftmuster, so wie ein McDonald's-Zeichen oder M. Und das ist sozusagen die Kraft, die ich messen würde. Und da sieht man schon, da ist was verschieden. Komisch, ne? Also wenn ich jetzt gehe, ich übertreibe das mal, habe ich sowas hier? Habe ich zwei Belastungsspitzen? Und wenn ich renne, habe ich immer nur eine. Muss ich jetzt mal richtig vormachen. Ja. Und das ist halt ganz typisch und eigentlich nicht so ganz klar gewesen, warum das beim Gehen anders sein soll. Ich habe es jetzt übertrieben, aber das ist einfach, was man misst. Und das Zweite ist, was jetzt gemessen worden ist, ist wie der Rumpf sich absenkt und wieder hebt. Das nennt man die Beinlänge, also wie stark das Bein sich beugt. Und da sieht man, dass man beim Rennen sich einmal beugt und wieder streckt. Und man streckt ein bisschen mehr, als man gebeugt hat. Und beim Gehen, ganz faszinierend, beugt man sich auch zweimal. Das heißt, der Abstand zum Boden wird zweimal Minimum, hat dann wieder ein kleines Maximum. Also hat man ein W, wenn man so möchte, als Spiegelbild vom M. Und das ist ja komisch. Ja, also beim Rennen, das kann man verstehen, das ist wie so ein Känguru, was eben in die Beugung geht und wieder sich streckt. Und beim Gehen ist es aber kein Känguru, ja, was zweimal sich beugt und dann wieder streckt. Das ist komisch. Und wenn man das aber zusammenfasst, das ist so ein Diagramm, das nennen wir Kraftlängendiagramm. Wenn man also einfach die Kraft, die man misst, über die Beinlänge aufträgt, dann sieht man, die bläuliche Kurve ist beim Rennen tatsächlich so eine Belastung, maximale Kraft, maximale Kompression und Entspannung. Und das ist, was man super kennt. Das ist genauso eine Kurve, wie das auch eine Feder hätte. Eine einfache Spiralfeder, wie ihr es im Auto kennt oder beim Fahrrad. Und jetzt kommt das Spannende, wenn man das beim Gehen anguckt, gibt es auch, dass die Kraft steigt, aber die Kraft entspannt sich und steigt nochmal. Das heißt, das wäre wirklich sowas wie eine Feder, die man doppelt lädt. Und es bleibt aber auf dieser Federlinie. Und man sieht auch zwischen Gehen und Rennen, das sieht zwar ein bisschen anders aus, aber es ist nicht viel. Also es sind kleinere Amplituden beim Gehen, aber es ist das gleiche Prinzip. Ich fasse es mal mit einem Satz zusammen. Obwohl die Muster unterschiedlich sind, kann es auf das gleiche Beinverhalten zurückgeführt werden, nämlich auf das federartige Beinverhalten. Wo kommt die Feder her? Haha, unser Körper hat ja Segmente und Muskeln und die Muskeln sind am Skelett wie angekoppelt durch Sehnen. Ja, wir sind also immer, wenn man so möchte, wie so ein Trampolin an unserem Skelett aufgehangen. Ja, wie, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Marionette, aber die Marionette hat keine Seile, sondern halt Federn. Und wenn der Muskel nur über Federn arbeiten kann, dann ist es eher schwierig, nicht federartig zu arbeiten, als federartig zu arbeiten, kann man sich vorstellen.
Das ist wie mit dem Markus Rehm, der auf den Prothesen läuft, die elastisch sind, der kann nicht unelastisch laufen. Wir können sehr wohl unelastisch laufen. Wenn ich jetzt hier laufe, kann ich sehr unelastisch laufen und komische Kräfte erzeugen. Das kann der nicht mehr. Wie auf dem Trampolin könnt ihr auch nicht unelastisch arbeiten. Ihr müsst dann elastisch arbeiten. Okay, ich vergleiche das mal hier mit einer Funktion beim Motor. Wenn man also jetzt mal anguckt, wenn man jetzt läuft, wie das Knie funktioniert, dann kann man so sagen, dass wenn beim Motor, Viertaktmotor, Prinzip ist klar, Kraftstoffgemisch kommt rein, Zylinder wird nach oben gedrückt, der Volumen wird komprimiert, dann kommt zu einer Zündung, dann dehnt sich wieder und dann wird die Luft rausgelassen. Das ist der Viertaktmotor, wie bis auf Mopeds eigentlich in allen Motoren heute verwendet wird. Und das sind die Kurven, nicht von dem Motor, sondern wie unser Knie funktioniert beim Laufen. Das Knie wird belastet, entlastet und dann gibt es eine Phase wie die erste und die vierte Phase, da ist das Ventil offen. Ja, also wenn ich in der Standphase bin, ist das wie eine Feder, die eingespannt ist und wenn ich in der Schwungphase bin, ist das Bein frei. Ja, das heißt, euer Bein und eure Gelenke arbeiten so ähnlich wie so ein Verbrennungsmotor, nur dass man eben, sagen wir mal, hier die Kompression hat, nicht durch ein Gas, sondern die Kompression hat durch eine elastische Muskulatur. Und jetzt kommt der Schritt in die Modellierung. Bis jetzt war alles nur Messung und Theorie und Bilder. Jetzt wollen wir das Ganze übersetzen in ein Modell, was man am Computer in einer Stunde aufbauen könnte oder in zwei. Und zwar, wir nehmen mal diese Feder an, die sozusagen sich komprimieren kann im Kontakt und in der Schwungphase einfach vorbeischwingt. Das ist hier dieses zweibeinige Modell mit den beiden. Könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Federsystem beim Auto oder beim Fahrrad, diese Federdämpfer. Und wenn ihr im Prinzip im Kontakt immer euch abfedert und sobald ihr den Boden verlasst, wieder nach vorne kommt mit dem Bein, das ist dieser Winkel, dann entsteht einfach, wenn man langsam geht, wie hier, ein Muster mit zwei Gipfeln. Und das Gelbe ist das, was das Modell sagt. Und das Blaue ist das, was man messen würde. Und wenn ich aber mit dem gleichen Modell schneller laufe, dann wechselt es in ein Rennen. Und das Rennen ist, wie gesagt, gekennzeichnet durch so ein eingepfliches Muster mit eigentlich nur einer Spitze in der Mitte des Kontakts. Und jetzt ist sozusagen Folgendes gemacht worden. Aus der Beobachtung des elastischen Verhaltens in der Beinachse kann man einfach sagen, das Modell kann verschiedene Verhaltensformen bringen. Nämlich, es kann schnell laufen, hier hat es keine stabile Lösung und dann kann es mit dem zweigipfligen M langsamer gehen. Das heißt, man kann aus dieser Beobachtung heraus schon sagen, welche Verhaltensformen es gibt. Das ist jetzt ein Gehen mit elastischen Beinen, richtig? Okay, ja. Okay, die Frage ist, warum es zweigipfliges Muster ist, ja? Es kann man jetzt schlecht sehen, das gebe ich zu. Das ist vielleicht jetzt von der Animation nicht so gut gemacht. Aber die Sache ist die, dass es eine Phase gibt, wo beide Beine im Kontakt sind, ja? Und da ist es im Prinzip so, dass das eine Bein das andere Bein noch mit unterstützt. Und dann ist aber eine Phase, wo das eine Bein auf sich selbst gestellt ist. Und da macht es so eine leichte Krümmung nach unten, die Bewegung. Beim Gehen, man sagt auch, das ist das klassische Bild vor diesem Modell gewesen, dass man im Gehen wie so einen Zirkelgang hat, Compass Gait im Englischen. Dass man also wie so ein Scheibenwischer praktisch über den Fuß dreht. Und das Modell ist sozusagen die nächstbessere Beschreibung des Gehens im Vergleich zum Scheibenwischer. Das ist ein Modell aus den 50er Jahren, das ist ein Modell von 2006, also 50 Jahre weiter, wo man sagt, es ist sowas wie ein Scheibenwischer, aber der Scheibenwischer ist komprimierbar. Ja? Und dass es jetzt so ein M wird, das sieht man nicht, das muss man jetzt im Modell genauer nachgucken. Aber das ist einfach durch die Geometrie, dass das Bein einmal mit zwei Beinen unterstützt wird, der Körper, und einmal nur mit einem Bein. Und dann gibt es diese Umlenkphase, wo beide Beine parallel arbeiten. Ja, genau. Also ist wirklich schwer zu sehen, gebe ich zu. Ist aber eigentlich auch einer der überraschendsten Ergebnisse. Wir haben nicht erwartet, dass das Modell das bringt. Ja, und deswegen ist es halt interessant, was aus diesen Vereinfachungen am Ende rauskommen kann. Diese Modelle, die kann man jetzt weiterführen. Ist klar, bei diesem Modell können wir nicht stehen bleiben. Die haben wir jetzt in verschiedenen Richtungen weitergeführt, mit Oberkörper, mit Fuß, dreidimensional, mit Energieänderung. Ich beschreibe nur mal eins, wo man das noch ein bisschen sieht, wie man in räumlichen Bewegungen läuft, wo man das Modell, wo man die Beine seitlich anstellen kann.
Da sieht es also so aus, dass man das Bein jetzt hier nicht nur nach vorne anstellt, sondern eben in Laufrichtung noch immer seitlich ein bisschen anstellt. Ich mache es mal vor, ich übertreibe es jetzt mal, dass man das Bein ein bisschen zur Seite stellt. Und dann kommt raus, dass wenn man das Bein zur Seite stellt, und das machen zum Beispiel Kriechtiere, zum Beispiel Salamander oder Eidechsen zum Beispiel, ja, die stellen die Beine nach außen, dann sieht man, dass das Gebiet von stabilen Laufbewegungen viel größer wird, als wenn man nur in der Ebene läuft. Also das Ebene Laufen, das, was wir machen, ist schon so eine Art Königsdisziplin, wo man sehr genau arbeiten muss. Und die Kriechtiere, die können auch irgendwo hintreten, das passiert nicht viel. Also das ist so etwas, was aus den Modellen rauskommt, wenn man sie räumlich erweitert. Dieses schmale Gebiet hier, dieser Keil, ist das, wo man stabil rennen kann. Dieser große Flügel, den man jetzt hier sieht, ist das Gebiet, wo man eigentlich hinkommt, wenn man seitlich die Beine positionieren würde. Und interessanterweise machen das Kleinkinder, wenn die laufen, dann laufen die erstmal so. Habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, ne? Die laufen mit so etwas gespreizten Beinen. Und die Evolution, die sozusagen von dem gespreizten Gang auf den schmalen, aufrechten Gang dann zurückgegangen ist, die wiederholen wir ein bisschen im Kindesalter. Indem jüngere Menschen, also Kinder und auch ältere Menschen wieder den Abstand der Beine, wenn sie laufen, erweitern. Das ist was, was tatsächlich aus den Modellen rauskommt. Ein zweiter Aspekt, und da möchte ich dann auch so ein bisschen die Modellierung wieder aufhören oder als kleine Lichtblicke, was man jetzt in der Modellierung alles machen kann, ist zu fragen, wie kann man dann laufen, ohne umzufallen? Also jeder, der vielleicht am Abend schon mal ein bisschen länger aus war und dann nach Hause kommen möchte, kennt das Problem, dass es passiert, dass man das Gleichgewicht auch verlieren kann. Und die Frage ist, wie funktioniert denn unser Gleichgewicht überhaupt? Und da hat der Moritz Maus bei uns eine sehr schöne Arbeit gemacht, wo er gesagt hat, okay, das Genialste wäre doch, wenn wir so laufen würden wie so ein Stehaufmännchen. Ja, Stehaufmännchen, vielleicht auch hier die Frage, wer hat das als Kind mal gehabt, ein Stehaufmännchen? Ja, 1, 2, 3, also ich habe es auch gehabt, ich ziehe mich mal wieder zu. Es ist eine ganz geniale Konstruktion, einfach ein großer Bauch unten dran mit einer Masse, das ist der Schwerpunkt, etwas tiefer als im Zentrum dieses Drehzentrums. Und dann baut man sowas wie ein virtuelles Pendel auf. Und diese, also ich habe das als Kind auch immer gerne geärgert und mal ausgelenkt und das kam halt immer wieder zurück. Und im Prinzip, was der Moritz gezeigt hat in seiner Diplomarbeit schon, ist, dass der Mensch eigentlich so im Prinzip auch drin hat. Und ich zeige es mal kurz an dem Bild. Was der Mensch macht, ist, dass er, wenn er läuft, die Kräfte gar nicht auf den Schwerpunkt richtet, was das Modell sagen würde, was ja so einfach ist, sondern der Mensch ist viel schlauer und der richtet den Punkt etwas höher als den Schwerpunkt. Also angenommen, hier wäre mein Schwerpunkt, dann geht die Kraft immer durch einen Punkt, der etwas höher ist, so im Brustbereich. Und dieser Punkt wirkt im Prinzip wie so ein Pendelaufhänger, wie so eine Aufhängung, wie so ein Haken. Und wenn ich diese Kräfte auf einen Punkt ausrichte, der höher ist als der Schwerpunkt, das kommt aus dem Modell raus, das kann man auch theoretisch ausrechnen. Also hier ist nochmal der Körper mit dem Schwerpunkt und dem Ober, diesen virtuellen Drehpunkt. Und dann kann man das ausrechnen und was dann rauskommt, ist, dass dieses Modell tatsächlich stabil gehen kann und rennen kann. Und als wir das bei Nature eingereicht haben, waren die Reviewer sehr besorgt und haben gesagt, naja, das ist vielleicht was Besonderes bei Menschen und kann das bei anderen Zweibeinern auch wirken. Und daraufhin haben wir Messungen auch bei Zweibeinern und Vierbeinern gemacht. Und man sieht hier bei den Hühnern, die wirklich keinen großen Kopf haben, die machen das auch wunderbar. Also dieses Konzept, sich selber beim Laufen virtuell wie Münchhausen sozusagen herauszuziehen und auszurichten, das ist etwas, was auch Tiere können. Aber Tiere, die jetzt vier Beine haben, die brauchen das nicht. Ja, das heißt, ihr kennt das auch, wenn ihr viel getrunken habt, auf vier Beinen ist es dann wieder stabil. Und hier ist meine Animation. Wie gesagt, das Modell ist auch immer noch super einfach zu bauen. Man sieht den kleinen roten Punkt und hier ist meine Stufe von 10 Zentimetern, die beim Laufen schon erheblich ist. Und das Modell lässt sich gar nicht davon beeindrucken. Also man läuft wirklich mit diesem Programm wie auf Schienen. Aber eigentlich ist es mechanisch gesehen total fragil, weil man ja eigentlich sowas macht wie, ich mache es mal vor, ich kann es jetzt nicht, aber halt so den Oberkörper ständig zu balancieren. Ne? Wir laufen dabei, wir rennen dabei. Also es ist wirklich keine einfache Aufgabe. Und wenn wir es aber machen und auch in dem Modell kommt es raus als eine sehr einfache Überlegung. Gut, neue Arbeiten, ich gehe da jetzt nicht weiter ein, zeigen, wie der Körper das baut. Also wo sind diese Pendel eingebaut? Und dann kommt tatsächlich diese Muskelgruppen hier raus, die zweigelenkigen Muskeln im Oberschenkel. Die können zum Beispiel diese Gleichgewichtsaufgabe programmieren und das können sie nicht nur beim Laufen, beim Gehen und beim Rennen machen, sie können es auch beim Stand machen und das sind so ganz aktuelle Arbeiten, die dann auch zeigen, wie wir vom Laufen auch wieder auf den Stand zurückkommen. Und ihr seht so ein bisschen die Forschung, ich habe ja angefangen mit Springen,
Weitsprung, dann Rennen, dann Gehen. Dann sind wir jetzt beim Stehen. Ich denke mal, das nächste, was dann kommt, ist wahrscheinlich noch Liegen und Schlafen und dann gehe ich in Ruhestand. Also das ist meine Forschungsentwicklung. Also es wird immer langsamer und was das Verrückte ist, man denkt dann, es wird natürlich auch immer langweiliger. Ne? Ich meine, Liegen und Stehen ist, oder Sitzen ist ja nicht keine so aufregende Sache. Überraschend ist, dass die ganze Schönheit von der Biomechanik und diese ganzen Mechanismen sich eigentlich bei den langsamen Bewegungen viel schöner zeigt und erschließen lässt als bei den schnellen Bewegungen. Gut, ich hatte ja versprochen, noch ein Video zu zeigen zum Abschluss und damit möchte ich auch enden. Das ist sozusagen nochmal der Ausblick auf die aktuelle Forschung, also Prothesenmodelle von Bewegungen, die wir uns selber anziehen können. Hier seht ihr nochmal die Orthese. Hier geht sozusagen wie beim Skischuh, geht man rein. Hier unten ist die Prothese als Kopie des Fußes und hier ist mal der Aufbau gezeigt. Im Prinzip ist der Wadenmuskel nachgebaut, in dieser Orthesenschale parallel angeordnet und wir haben hier diese Federsysteme, die dann die Einstellung ermöglichen von der Sehne parallel zum Muskel. Hier ist mal, stellt der Martin die mal ein und je nachdem, wie lang der freie Federweg ist, umso härter oder weicher ist das System und dann, das sind hier Aufnahmen, die in Darmstadt gemacht worden sind im Lauflabor, kann man halt die ersten Schritte machen. Man sieht schon, dass der Fuß und der Prothesenfuß jetzt anders läuft, weil der menschliche Fuß ist blockiert. Der wird sozusagen wird als Bypass ausgenommen. Und dann kann man im Prinzip die Bewegung auf einem Bein oder auf zwei Beinen machen und dann im Prinzip mit dem menschlichen Gangbild vergleichen. Ich gehe vielleicht ein bisschen vorzeitlich. Genau, und jetzt kann man halt mit diesem Prothesensystem und dem Laufband auch die Analysen machen. Man hat also Kraftmessungen im Laufband, man hat Kraftmessungen und Bewegungsmessungen in der Prothese. Man sieht auch, wie der Motor hier arbeitet. Und dann kann man die Kurven vergleichen und gegenüberstellen und man kriegt im Prinzip raus, dass man jetzt Modelle bauen kann, die mit dem natürlichen Gang eben vergleichbar sind. Und damit können wir jetzt fragen, was braucht der Mensch, um sich nicht nur unterstützt zu fühlen, sondern eben tatsächlich auch in seinen Wünschen, in seinen Empfindungen tatsächlich auch respektiert zu sehen. Und das ist so das, wo die Zukunft hingeht. Hier sind nochmal Beispiele von Kurven. Ich erkläre die jetzt nicht im Detail, aber man sieht, wie die Prothese funktioniert im Vergleich zum menschlichen Gang und dass man da gewisse Ähnlichkeiten erreicht. Also als Ausblick, Prothesen, Orthesen sind einfache Werkzeuge, für Menschen natürlich mit Behinderung, aber eben auch für die Forschung, um Konzepte zu entwickeln, wie man Menschen mit Behinderung in Zukunft besser behandeln kann, beziehungsweise auch Sportler mit Behinderung, die keine mehr sind, unterstützen kann. Und dabei gibt es im Prinzip verschiedene Perspektiven. Man kann mit diesem System einerseits unterstützen, das, was man im klinischen Bereich macht, aber eben auch analysieren. Man kann also auch eine Orthese umschneiden und am Ende weiß man, wie man geht. Und man kann die Bewertung, wie wir es jetzt gemacht haben, aus der Experten, also biomechanischen, wissenschaftlichen Sicht machen oder man kann es auch aus der Nutzerperspektive machen. Und das ist so da, wo wir von der Forschung hinwollen und das ist im Prinzip auch das, was vielleicht aus dem Vortrag für euch mitgenommen werden kann. Vielen Dank. Ist jetzt Zeit für Fragen noch oder wie läuft's? Ja? Ja, gut, also wenn es noch Fragen sind, dann gleich hier direkt oder im Anschluss dann auch im kleinen Rahmen, wie es gewünscht ist. Gibt es erstmal allgemeine Fragen? Ja? In so einer Prothese? In so einem Roboter sind im Prinzip Gelenksensoren drin, damit kann man die Gelenkwinkel messen und dann sind Encoder, also Sensoren hier drin für die Motoren, die messen die Position von den Motoren. In manchen Robotern, in dem jetzt nicht, das ist einer der ersten, sind da noch Kraftsensoren drin. Also vielleicht, ich würde mal sagen, so zwischen 15 und 30 Sensoren. Und das ist auch der erste Roboter, der hat einen Muskel im Unterschenkel, einen Oberschenkel. Inzwischen sind wir da also deutlich weiter. Also wir haben auch viele zweigelenkige Muskeln mit eingebaut, die hier noch nicht dabei sind. Also hier sind vielleicht solche Hüftmotoren und die sind vielleicht 4 Motoren pro Seite und jetzt haben wir 7, 8 Motoren pro Seite. Ja? Ja? Richtig, also das ist ein aktuelles Thema halt des Balance. Da haben wir jetzt die Konzepte so weit, dass wir wissen, welche Muskeln wie was machen. Jetzt sind wir dabei, diese Muskeln auch zu programmieren und können im Prinzip jetzt zeigen, wie die Muskeln dann auch Balance ausüben. Wir haben es noch nicht geschafft, diese Balance in den Gang reinzubringen. Das ist so etwas, wo momentan noch ein bisschen Bedarf ist an Forschung.
Also es gibt bis jetzt keinen Roboter, soweit ich es weiß, auch weltweit, der nach biologischen Prinzipien balanciert. Also die Laufroboter, die es gibt auf dem Markt, balancieren nach ganz anderen Prinzipien, als der Mensch es macht. Ich würde vermuten, dass es vielleicht in 5 Jahren und vielleicht auch in 10 Jahren erst erste Roboter gibt, die wirklich so stehen. Es gibt eine Gruppe in Freiburg, ausgehend von Thomas Merkner, die sich direkt nur mit Balance beschäftigen. Die haben also einen humanoiden Roboter auch in der neurologischen Klinik nachgebaut, der eben nur nach menschlichen Gesichtspunkten balanciert. Ist aber nicht ganz kompatibel zu den Ansätzen, die wir machen. Also die Modelle, die wir haben, haben nochmal eine andere biomechanische Abstraktionsebene drin, die in den Modellen aus Freiburg nicht dabei sind. Aber das ist so aktuelles Forschungsgebiet. Also wenn wir in 10 Jahren uns nochmal zusammentreffen, dann würden wir sagen, ja, balancieren nach menschlichem Vorbild ist kein Thema. Heute ist es noch eins. Ja? Was eben auch bedeutet, dass die Orthesen, die auf dem Markt sind, auch die Exoskelette, die es gibt, nicht diese Prinzipien des menschlichen Gleichgewichts aufgenommen haben. Auch die Prothesen zum Beispiel. Es gibt jetzt die ersten Prothesen, die versuchen, balancieren zu können, aber das ist noch nicht im kommerziellen Bereich. Und man kann sich gut vorstellen, gerade eben jetzt im Dunkeln oder auch bei schlechtem Wetter, Balance ist einer der Schlüsselthemen und da ist also wirklich sehr viel Bedarf. Es gibt jetzt eine Gruppe aus Delft in Niederlanden, die haben dieses Konzept mit dem VPP-Punkt, mit diesem Balancepunkt übertragen in ein Konzept zur Erfassung der Balance, also wo man erstmal misst, wie gefährdet ist denn das Gleichgewicht. Da gibt es also erste technische Ansätze, was für die Diagnostik, auch für die, vielleicht für so ein Feedback-Warnsystem genutzt werden kann. Das dann in den Regelsystemen für aktive Orthesen oder auch für Roboter zu verwenden, das ist vermutlich noch 5 bis 10 Jahre hin. Wäre meine Vermutung. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Das weiß man nicht. Also ich weiß es nicht genau. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und noch eine schöne Konferenz.